Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Airline Tycoon 2. Ja, ich möchte die nächsten 2-3 Minuten was benutzen, um ein bisschen was zu rechtfertigen, was mit dem Channel passiert ist, beziehungsweise warum das jetzt ruhig war. Warum es ruhig war, wisst ihr ja, die Lead Station, das wird auch weitergehen mit der Lead Station, mit den Testberichten. Wir haben momentan nur kein Spiel gefunden, was uns so richtig reizt zum Testen. Was neu ist, klar, jetzt könnte man sagen, wir testen alle aktuellen Titel, aber wir wollen auch so ein bisschen da von der Mainstream-Schiene weggehen. Genauso wie wir jetzt auch bei dem RPG-TBX-Channel von der Mainstream-Schiene weggehen. Das heißt, wir werden jetzt keine so krassen neuen Spiele spielen oder keine so krassen Spiele, die 12 Millionen Leute spielen, gefühlt, sondern werden uns auf solche Sachen fokussieren wie Airline Tycoon 2 und solche anderen kleinen Projekte. Schauen wir mal, wie wir das machen, steht noch nicht ganz fest. Aber Fakt ist, dass es weitergeht und gleich muss ich euch noch was offenbaren. Ich zeige euch jetzt was und ihr werdet mich lynchen. Da steht nämlich Spieladen, da gibt es nämlich nur Martin01. Warum? Ja. Martin hat seinen Rechner vor längerer Zeit formatiert. Ich glaube, genau so war das, bevor ich die letzte Airline Tycoon Folge aufgenommen habe danach. Und leider habe ich mich darauf verlassen, dass auch Airline Tycoon 2 schon die Steam Cloud hat. Tja, wie das immer so ist, wenn Martin sich worauf verlässt, das wisst ihr ja, das funktioniert ja meistens nicht so, wie es funktionieren sollte. Aber, eins muss man immer sagen, scheiß drauf, wir werden trotzdem neu anfangen. Ich habe überlegt, ob wir uns mal die Kampagne ansehen, aber bevor wir uns vielleicht irgendwann nochmal die Kampagne ansehen, möchte ich mir doch nochmal das freie Spiel ansehen, aber mit einem anderen Charakter. Und zwar hatten wir das letzte Mal den Pony, glauben wir, hatten wir den? Ja, genau, ne, hatten wir den? Ja, genau, den hatten wir. Das heißt, wir werden jetzt mal die Falcon Lines spielen, der hat nämlich wegen Steuern zu sparen, das ist auch nicht verkehrt, ne, macht man ja nichts verkehrt. Und schauen uns das Ganze mal an und wir spielen mal ihn hier. Was er zu sagen hat, schauen wir uns jetzt mal an. Ruhestand. Zunächst hatte mich dieses Wort angeekelt. Keine Geschäfte mehr? Würde das nicht langweilig? Aber es zeigte sich, in meinem Garten gab es genauso viel zu ordnen wie in der Welt der Zahlen. Und Ordnung zu schaffen, macht mich glücklich. Mit der Ruhe war es vorbei, als ich einmal, nur einmal, in den Urlaub fliegen wollte. Verspätungen, verlorene Koffer, weggelaufene Kinder, riesige Warteschlangen, schlechter Service. Wie diese neuen Fluglinien bei der miesen Planung überhaupt irgendwie überlebten, war mir ein Rätsel. Es wird Zeit, dass wieder jemand Ordnung ins Airline-Business bringt. Und wer wird das sein, der die Ordnung wieder ins Airline-Business bringt? Ich denke mal an, das werden wir sein. Zumindest werden wir jetzt das versuchen, wieder damit zu starten. Aber ich glaube, das bekommen wir hin. Wir schauen uns das Ganze mal an. Jetzt geht das Spiel los, denkt sich, oh, jetzt fängt er wieder an. Es tut mir ja leid, Leute. Aber das nächste Mal bin ich darauf vorbereitet und verlasse mich nicht darauf, dass es eine Steam Cloud gibt. Ist ja nicht schade eigentlich, muss ich sagen, weil ich den Stand eigentlich recht gut gemacht habe. Weil es auch schon wieder sehr gut lief, muss man sagen. Ja, und jetzt will ich eigentlich auch mal einen Stand richtig weit spielen. Punkt. Ja, weil die Anfangsphase ist halt immer sehr spannend, meiner Meinung nach, weil da gibt es halt alles Neues. Wir starten mit, ja, schauen wir mal, mit 100, 150 Millionen, denke ich, ist okay. Ich spiele die Schwierigkeitsstufe leicht, weil wir sind noch Noobs, auch oder so Noobs vielleicht nicht, aber wir sind heute mal verrückt, ne? Wir werden uns heute mal, glaube ich, einen neuen Flughafen starten. Und zwar habe ich überlegt, ob wir mal in New York starten wollen. Was halt davon? Also gut, ihr seht es jetzt eh noch nicht. Mal ein bisschen was anderes muss ja auch mal sein. Was mich bei New York aber ein bisschen stört ist, dass da so die Strecken, glaube ich, ziemlich weit auseinander sind alle, wenn ich mich recht entsinne. Klar gibt es auch ein paar einzelne Flüge. Aber gut, eigentlich wollten wir uns ja eh auf die Langstrecken fixieren. Das war eigentlich der Plan, der wir zusammen hatten. Wir schauen uns heute mal den Flughafen an und gehen da auch mal ein bisschen rum, schauen mal, ob sich da was verändert hat. Ich glaube nicht, aber wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Und mit da einem kurzen Ladebildschirm geht es auch schon weiter. Ja, ich kann euch natürlich wie immer nicht versprechen, wie regelmäßig die Folgen kommen, das wisst ihr ja. Willkommen im Sandkasten. Bilden Sie sich aber bloß nicht ein, Sie könnten mir jetzt auf der Nase herumtanzen, nur weil ich Ihnen kein Ziel vorgebe. Jack, das machen wir nicht, wir sind ja sehr nette Leute. Was wir aber trotzdem brauchen, ist als erstes mal eine Flugroute, ne? Das heißt, wir müssen eigentlich gleich wieder rein verschwinden. Wir brauchen uns eigentlich gar nicht rauswerfen am Anfang. Frag mich niemals nach meinem Geschäft. Möchte ich ja meine Routen verwalten. Was ich mir hier gerne wünschte, wäre so eine coole Sache wie, so sortieren, dass ich, also ich kann zwar hier sortieren nach Entfernung, nach Auslastung, nach Entfernung sortieren, ja. Aber so, dass man vielleicht auswählen kann, so, das fände ich ganz cool, das wird jetzt immer kommen, das wird auch wahrscheinlich vielleicht, wenn es mal ein Airline Tycoon 3 gibt, vielleicht mal kommen, was weiß ich, dass man hier halt sozusagen schon sich auswählen kann, hey, in so einer Liste, welchen Flughafen möchte ich als Stadtflughafen machen, das wäre ganz cool, das wird uns diese ganze, wie nenne ich das denn, das ganze Gedöns hier ersparen, aber mit der Entfernung sortieren geht es ja eigentlich auch, ne? New York Chicago ist 707 am Tag, Routen pro Miete, das sind 1167 Kilometer, das ist nicht viel, ja.
Und ich würde mir aber gerne einen Langstreckenflug starten. Damit rechne ich aber mit so, ja, New York, Los Angeles ist, denke ich, gar nicht verkehrt. Damit, denke ich, können wir schon mal ganz gut starten, durchstarten und schauen uns das Ganze mal an. Und würde ich sagen, oder was gibt es denn noch? Casablanca, New York. Oh, 5000, na gut, das geht aber auch noch. Ist ja für die kleinen Maschinen auch noch machbar. 1100, die haben sogar, glaube ich, mehr als Chicago, oder? Wenn ich recht entsinne. Chicago, da. Nee, Chicago war das ja gar nicht. Was babbel ich denn hier? London? Nein, was hatte ich denn gerade? Los Angeles, ja genau. 1200 obwohl, nein, ja, das ist ein bisschen weniger. Aber das ist hier ein bisschen weiter halt, ne? Casablanca ist halt ein bisschen weiter. Kostet natürlich auch mehr. Ach komm, wir schnappen uns das mal Los Angeles, New York und sichern uns so ein bisschen für die ganzen Touris diesen Inlandverkehr. Wir haben schon eine wichtige Nachricht erhalten. Du hast die Route erreicht. Wahnsinn. Danke für die Info. Ohne das hätten wir das natürlich nicht gewusst. So, und was ich mal versuche, ich versuche jetzt mal so lange wie möglich, und ihr werdet sehen, ich werde loopig sein, ohne diesen Flughafenmanager rumzulaufen. Oh, warum denn das? Warum machst du das? Ich versuche es einfach mal. Wir müssen uns mal Gebrauchflieger kaufen und den kaufen wir wo? Natürlich im Hangar, aber hinteren Raum. Den konnten wir, glaube ich, wo war denn das? War aber, glaube ich, hier. Ne? Was ist das denn? Huch, ach, das ist das Warp-Ding. Das ist ja auch neu. Hier kommen wir zum Gebrauchtwagenflieger, glaube ich. Habe ich recht? Oh ja. Haben Sie sich verlaufen? Sind 5000 Kilometer, nee, 4100 oder so waren das. Sagen wir mal 4500, ist okay. Ich möchte mir eine Maschine kaufen. Wahnsinn, wer hätte das gedacht? Ne? Sagen Sie mir nur, welche Maschine Ihnen gefällt. 5000 Musik. Natürlich sind einige der Prachtstücke schon etwas betagt. Aber mit ein bisschen Panzertape, Kaugummi und einer neuen Lackierung werden die Passagiere keinen Unterschied merken. Was ich ein bisschen traurig finde, Leute, muss ich euch mal sagen, dass diese Flieger immer so viel kosten. Wie finden das hier? 9300 passt locker, passt wie viel rein? 96. Ich denke, die rechnen sich mehr als die anderen. Die anderen hatten zwar, wollen wir zwar ein bisschen günstiger, aber mal gucken. Die passt aber nur 33 Passagiere, das ist ja Quatsch. Da brauchen wir ja gar nicht losfliegen. Deswegen kaufen wir die einfach. Ich weiß aber noch gar nicht, ob wir jetzt schon unsere Fluglinie gestalten, weil ich würde gerne unsere Fluglinie gestalten, wenn wir, vielleicht später mal, wenn wir nichts zu tun haben oder so, aber wenn wir eigentlich neue Flugzeuge kaufen, weil momentan haben die ja eh immer dieses hässliche, grässliche Logo, das geht ja gar nicht, das finde ich immer so traurig und tragisch, finde ich ein bisschen traurig, muss ich sagen, aber das kann man leider nicht wegmachen, also ich wüsste nicht, wie man es wegmachen kann, was auch cool gewesen wäre, glaube ich, wäre bei Airline Tycoon 2, habe ich ihn mal erkundigt, so eine Modding gesehen, Mod und so, da hätten wir bestimmt hier noch viel mehr draus machen können, das Ganze noch weiter ausreiben können. Gut, verschenktes Potenzial, aber wer weiß, vielleicht gibt es noch ein Airline Tycoon 3 und wenn es das gibt, werde ich natürlich auch wieder dabei sein. Ich brauche neue fähige Mitarbeiter. Ich habe Ihnen die interessantesten Bewerber hier ausgerechnet. Wir nehmen uns die drei. Wählen Sie einen Bewerber aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellen, ja, um ihn bei unserer Airline zu beschäftigen. Nehmen wir aber zwei Piloten und drei Stewardess brauchen, die passen. Da glaube ich auch noch. Nehmen wir aber hier die besseren, mit der Service stimmt. Wir müssen auch noch, das dürfen wir nicht vergessen, das ist ganz wichtig. So sieht die Zuteilung Ihrer Mitarbeiter derzeit aus, Chef. Ach, guck mal, wir haben sogar eine C4 reingetan, auch nicht schlecht. Und Piloten, na, die brauchen wir alle beide. So. Dann nehmen wir das so. Ich brauche aber noch gerne mal... Ja, Chef, muss die ja motivieren. So viel zahlen Sie Ihren Mitarbeitern. Sie können das Gehaltsniveau da... So, dann brauche ich aber auf jeden Fall noch mal erstmal den Hangar. Weil dann brauche ich erstmal diese Flugplanung, damit ich den reparieren kann. Und da muss ich noch in die Ausstattung gehen. Und wo ist die? Genau hier war die gleiche. Falcon Airlines, da müssen wir hin, da wollte ich nicht hin. Da bist du bereit. Und der hat schon wieder keine. Nee, ich habe keinen. Achso, ich wollte zu Falcon Airlines. Hahaha. Ja, ich habe auch übrigens einen Kommentar bekommen, dass ich doch so manchmal dieses Yeah oder so lassen soll. Habe ich ja schon manchmal gesagt, aber Leute, ich werde das nie lassen. Und wenn ich euch nicht passe, dann muss ich euch sagen, schaut einen anderen YouTube-Channel. Ja, ist halt einfach so, ne? So, wir schauen mal hier, das schauen wir mal heute nochmal starten, wenn es wäre ein Stück. Aber wir müssen das mal hier auf 100% kommen. Erstmal von New York. Hallo? Von Los Angeles nach New York. Nee, machen wir nicht, das fliegen wir erst ab morgen an. Los Angeles, New York. Hätte ich mir gerne so ein bisschen. Weil ich hätte gerne am frühen Morgen Wartungsarbeiten. Ja, es ist jetzt verschenktes Geld, aber mein Gott. So, und von New York nach Los Angeles kann man auffliegen. Wird die 60 Minuten reichen? Ja, werden reichen. Aber der Aussage würden sie zumindest reichen. Das heißt, wir werden das auch vielleicht mal so ein bisschen tagsüber verteilen. So. Die Zeit nicht so ganz abnormal sind. Und dann haben wir schon erst einen Flug geplant. Aber was brauchen wir noch für einen Flug? Genau. Catering, den ganzen Kram. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wir haben auch schon gerade in die Aktien geguckt. Das werde ich auf jeden Fall machen.
regelmäßig. Wir müssen aber mal, das wird, bin ich mal gespannt, ob es da eine Änderung gibt, schauen, ob wir zu diesen Lonely-Dings, da wo es da wegen Catering und so gehen können und wegen der Ausstattung müssen wir auch gleich nochmal los. Ja, hier sieht alles ziemlich beim Alten aus. Hier haben wir, glaube ich, eine andere Flagge gerade, aber im Großen und Ganzen. Hallo. Willkommen zu meiner Bar. Wie geht es dir? Für welche deiner Maschinen? Ja, alle. Willst du das so machen? Genau. Ich will. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal noch unser Flugzeug ausrüsten sozusagen und Luxuspreise einstellen, fällt mir gerade auf. Weil das geht ja gar nicht. Ich glaube, das war hier. Das war schon oben. Ich schau mal ganz kurz hier rein. Da bin ich doch manchmal da. Designer Assets, das liegt doch gut. Da ist die Konkurrenz, können wir leider nicht mit Hitman ausschalten. Ja, was kann ich für Sie tun? Kaminausstattung meiner Flugzeuge in eurer Stadt. Ich möchte gerne anstrichen, möchte ich nicht mehr. Ja, das glaube ich auch machen, wenn ihr sagt, hier ist die Scheiße. Hast du dir eigentlich schon gesagt, wie wundervoll deine Frisur aussieht? Dann könnt ihr was dagegen sagen. Möchtest du die Farbgebung deiner Innenausstattung verändern oder schnucklige neue Innenausstattung kaufen? Ich möchte gerne die Farbe meiner Logos, aber das kann ich auch machen. Habe ich dir eigentlich schon... Wundervoll! Wir haben einige wirklich hübsche neue Teile bekommen. Grandios, sage ich dir. Ich würde mal sagen, da ist ja schon einiges gemacht. Das heißt, das ist ja gut für uns, hä? Toilettenanzeige-Business, obwohl ich das auch recht Quatsch finde, ne? Wenn ich da nur eine Toilettenanzeige-Business habe oder so. Ich weiß nicht, doch. Naja, aber wir wollen es haben. Wir wollen das maximal rausbringen. Das sind dann 4 Minuten. Oh Gott, wir können aber gleich noch ein Flugzeug kaufen. Uah. So. Das heißt, ich würde aber jetzt gerne nochmal die Luxuspreise ändern. Das war natürlich auch in der Flugplanung, wer hätte das gedacht. Aber das schauen wir uns das einfach mal an. Wird auch noch andere tolle Let's Plays geben, unter einem verrate ich früher oder später ein anderes Let's Play. Das wird Arma 2 sein, aber wir werden es mit Modifikation spielen, das heißt so richtig realistisch. Wir suchen uns da momentan noch ein bisschen ein und trainieren ein bisschen zusammen im Team. Aber ich muss sagen, wir wollen das nicht ganz so loopy spielen. Obwohl wir momentan echt schlecht sind, also in Arma mit den ganzen Mods. Und wenn ihr glaubt, dass Arma schon, dass Arma angeblich leicht ist, aber nicht mit dem Modster, da haben wir schon zu tun, ja. Aber dazu werdet ihr später noch mehr erfahren, wenn es bei Arma spätestens losgeht. Und dann erfahrt ihr auch, mit welchen Mods wir spielen und was wir da ganz genau machen. So, und dann ist noch andere Let's Plays, ich überlege gerade noch was. Ich habe schon einige Ideen, auch schon so. Manchmal auch, ob ich ein paar Jump'n'Run-Spiele spiele oder so, einfach so ein bisschen was anderes. Weiß nicht, ob das langfristige Projekte werden. Auf jeden Fall will ich den Channel da so ein bisschen anders rumgestalten von MTMX, weil, ja, Let's Player gibt es so viele Millionen, aber es gibt halt wieder einen deutlich kleineren Anteil, die nicht diese Mainstream-Spiele spielen, gibt es auch, ja, gibt es auch viele bestimmt, aber eben nicht so viele wie, ja, halt, versteht ihr, genau. Aber eigentlich, nee, wir laufen schon rum, aber wir können mal gucken, das würde mich mal interessieren, wer wir hier sind. Haben wir für morgen schon einen Flug geplant, 13.11 haben wir es. Jetzt können wir noch ein Flugzeug kaufen. Es gab, glaube ich, keins mehr mit 96 Passagieren. Ich möchte mindestens 96 Passagiere transportieren können, damit es sich auch rentiert einfach. Schauen wir mal. Aber hier so richtig sieht hier nichts anders aus, oder auch ich mich. Können wir hier in den Gang reinschnuppern? Durch die Dinger gehen. Und wir kommen durch, ohne dass es gibt. Da ist doch nicht verkehrt. Ja, hier sieht auch alles ziemlich gleich aus, muss man sagen, ne? Los Angeles, Morgenhurst und Stardust. Sind wir, glaube ich, sogar bei uns tatsächlich. Wir sind direkt bei uns gelandet. Können wir da auch reingehen oder? Nee, konnten wir, glaube ich, nicht. Habe ich schon mal probiert. Ja, was habe ich hier eigentlich nicht probiert, ne? Kann die Dame hier auch was? Hier noch was. Muss ja mal ein bisschen rumgucken. Ne? Ist ja noch was. Wenn ich hier rumgucke, ist auch ein bisschen blöd. Aber so richtig. Das ist die Stewardess, die mitten in der Ecke steht. Die könnten wir jetzt knuddeln. Einmal los, wieder rein. Ah ne, ist die Konkurrenz, da will ich dann doch nicht rein. Ist klar, weil ihr am eigenen Barstand gewusst. Sitzt hier am Laptop mit ihrem Monitor dran? Ich dachte schon, ja. Da müssten wir echt mal mit unseren Angestellten sprechen, wenn das so wäre, ne? Ja, hier lang, nein. Dann gehen wir mal kurz hier lang und schauen das Ganze mal an. Und weiter geht's. Wir kamen gegen da rein, wir gegen da raus. Naja, gut. Ich glaube, Logik gehe ich ja nicht. Ey, die fliegen ja schon alle, was da los ist. Das ist ja deprimierend, würde ich mal sagen. Wir gehen erstmal hoch. Und schauen, wir gehen nochmal in den Hangar. Wir kaufen jetzt auch. Wir gucken, ob es da noch was gab im Flugzeug. Ansonsten würde ich sagen, ich gehe mal schlafen. Wie überspringt man eigentlich den Tag hier?
Das weiß ich gar nicht. Müssen wir schauen, ob wir das finden. Aber bestimmt. Ich meine, ich bin ja so schlecht, das finden wir schnell. Haben Sie sich verlaufen? Ich könnte mir eine gesagt Maschine. Sagen Sie mir nur, welche Maschine Ihnen gefällt. Natürlich sind einige der Prachtstücke schon etwas betagt. Aber mit ein bisschen Panzertape, Kaugummi und einer neuen Lackierung werden die Passagiere keinen Unterschied merken. Oh. Das war 33 Millionen, auch nicht schlecht. Wieder weg. Wieder irgendwie recht fix. Hallo, hier wollen wir nicht hin. Hallo, hallo. Wir gehen das einfach nach 3 jetzt mal durch. Macht hier Sinn, wenn wir chronologisch vorgehen und dann. Schau das Ganze mal an. No, erkennt sie. Oh, ja, möchte aber eigentlich gar nicht hin. Was glaube ich denn, Bobbitchen da jetzt reingegangen? Dafür habe ich gar kein Geld. Wir sind generell arme Schweine am Anfang, was denn hier verkehrt? Und ich bin müde, deswegen wird das hier nicht so lange sehen, ja, aber es ist auch mitten in der was Woche. Was kann ich für Sie tun? Ja. Ich will gerne Kabine aus schon meiner neuen Gestalten da möchte ich machen, doch. Das will ich. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, wie. Für welche deiner Maschinen möchtest du die?